Es ist sehr schwierig, mich zu entscheiden. Also es gibt ein paar, die mich inhaltlich sehr, sehr überzeugt haben. Wiederum andere, die mich menschlich sehr überzeugt haben. Es wird schwierig. Ich bin sehr gespannt, wer Adela auswählen wird. Und ich glaube, es wird Mitte sein, der Simon. Vor Entscheidungen oder Wahlen bin ich eigentlich immer positiv. Und sonst würde man ja nicht antreten oder sich zur Verfügung stellen. Wegen dem bin ich positiv gestimmt und ich hoffe, es klappt. Ja, es eben Simon und Diana und Thomas haben alle gut gemacht. Aber ja, ich hätte natürlich auch Freude, wenn ich gewinnen würde, weil wer gewinnt schon nicht gern? Ich sowieso. Wir können eigentlich nur gewinnen bei dieser Entscheidung, wenn Adela entscheidet, jemanden von uns zu wählen. Das Schlimmste für eine Demokratie sind die Leute, die nicht wählen. Aber in dem Moment, wo man sich mehr für eine Partei entscheidet, dann hat man die Demokratie gestärkt. Und das ist ganz wichtig. Vielen Dank für die zahlreichen Gespräche heute. Ihr habt mir definitiv aufgezeigt, dass Politik sehr wichtig ist. Und ihr habt mich vor allem auch überzeugt, dass ich den Gang wähle. Nicht. Sorry. Tamara, ich finde es ganz toll, dass du das Thema Gewalt gegen Frauen ansprechen willst. Und ich merke auch, dass du dich für die Schwächeren und auch die bei den Benachteiligten einsetzen willst. Es ist gut zu wissen, dass die Herzen so schlagen. Dass es uns aber gut gehen kann, dann ist es wichtig, dass es auch unserer Wirtschaft gut geht. Und darum hat mir beim Sorgenbarometer etwas Sorgen gemacht, dass du das Wirtschaftswachstum doch ganz weit unten platziert hast. Marcel, ich finde es gut, dass du dich für die Wirtschaft einsetzt. Du bist ein Geschäftsmann wie aus dem Bilderbuch. Aber ich finde, dass du das Thema Digitalisierung ein klein wenig auf die leichte Schulter nimmst. Ich finde zwar die künstliche Intelligenz auch sehr innovativ, aber macht sich ein bisschen Sorgen, dass dadurch unser Denken verloren geht. Diana. Du hast mich beim Boccia geschlagen. Entschuldigung. Vernichtend. Auch wenn du gewusst hast, dass es vielleicht besser gewesen wäre, mich gewinnen zu lassen. Aber genau das habe ich sehr authentisch an dir gefunden. Du bildest in deinem Betrieb Nachwuchs aus und setzt dich für die jüngere Generation ein. Was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist dein ausgeprägter Sinn für noch mehr Leistung. Die Frage, die sich stellt, ist, geht da nicht ein bisschen die Menschlichkeit verloren? Simon, du hast ein sehr kreatives Wahlplakat gestaltet. Aber über deine Malkunst lässt sich noch ein bisschen streiten. Es ist schön, herauszuspüren, dass bei dir Familie und Ehe sehr wichtige Werte sind und die teilen sehr viel da draussen auch. Und was mir auch gefällt, ist, dass du sehr naturverbunden bist. Ich weiss, die Mitte ist die Mitte. Aber vielleicht ist genau das für mich ein bisschen zu mittig. Ihr habt es alle super gemacht, aber ich kann mich nur für eine Partei entscheiden. Ich bin in mich gegangen und ich weiss jetzt, wem ich meinen Wahlzettel für den Herbst gebe. Mein Wahlzettel geht an. Diana. Dankeschön vielmals. Ich muss wirklich sagen, du hast mich überzeugt, dadurch, dass du eine Powerfrau bist, dass du ganz, ganz tolle Ansätze hast und vor allem, dass du auch sehr authentisch bist. Danke vielmals. Merci. Und Dankeschön vielmals, sind ihr dabei gewesen.
Und wie gesagt, ihr habt mich alle vier überzeugt, dass ich im Herbst wählen gehe. Danke schön vielmals.